weiteren Let's Play von mir, Elnevis LP, hier auf meinem Kanal für Ark Survival Evolved. Ja, ihr seht, es gibt ein neues Tier, nämlich den, oh Gott, Paraceratheritum, glaube ich. Achso, Interface einblenden. Hier muss es doch irgendwo stehen, wie du heißt. Nein. Okay. Der Name ist so kompliziert, dass das Spiel den selbst nicht weiß. Auch in Ordnung. Jedenfalls habt ihr es gesehen. Für das Paraceratheritum oder was auch immer gibt es ebenfalls einen Plattformsattel. Der ist allerdings kleiner als der vom Bronto. Wenn ich das richtig sehe, sind es 2x3. Also von diesen Basenlängen. Ne? Wenn man es dann geschickt macht mit Balkon rechts und links, kommst du dann halt auf 4x4. Wobei du halt nach hinten nur ein ausstehend lassen kannst, nach vorne gar nicht. Aber zu den Seiten jeweils ein. Jo. Aber um den geht's gar nicht. Zumindest nicht in diesem Part. Da möchte ich einen extra Part für machen. Was ich heute machen möchte, ist, ach, der hat ja gar keinen Schwanz, auf den man runter kann. Was ich heute gerne machen möchte, ist das Thema elektrische Verkabelung besprechen. Also, ihr werdet es ja schon immer alle gesehen haben, dass man elektrische Kabel herstellen kann. Oh, Moment, was sehe ich denn da? Das ist ein Ei. Warte mal. Decomposes in 26 Minuten. Mir war so, als hätte ich was gelesen in Sachen, na? Ich sag schon. Jetzt hätte ich gelesen, dass man die jetzt, dass die jetzt mittlerweile ausbrüten können. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie das funktioniert. Und deswegen packe ich den jetzt erstmal hier rein, weil hier drinnen hält das noch 31 Tage. So, das Fleisch sammle ich mal ein. Das kommt in meinen Futtertrog. Huh, ich wollte absteigen. Ja, aber was wollte ich ursprünglich sagen? Ich möchte mit euch heute die elektrische Verkabelung angucken. Und unter anderem deswegen, weil mein Haus ja nun mittlerweile auch irgendwann mal fertig werden soll. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgerüstet hier, mich ein bisschen geschützt, zumindest rudimentär. Denn das kam schon das eine oder andere Mal ein gefährlicheres Tier aus dieser Ecke. Ja, gut. Elektrische Verkabelungen. Für die elektrische Verkabelung braucht ihr einen Generator. Der ist logischerweise hier drinnen herzustellen, im Fabrikator. Genauso. Moment. Doch, genau, hier, der Generator. Ich bin gerade, worauf war ich denn? Ich war auf nur Electric. Okay, Electrical. Da sind die Kabel drinne. Die kann man hier alle herstellen. Und hier ist der Generator drin. Den Generator habe ich schon mal hergestellt. Ich habe auch schon die Kabel allesamt einmal hergestellt. Wird aber euch jetzt die Sache auch gern nochmal zeigen, wenn ihr wollt. Und da haben wir zum Beispiel dieses Kabel, mit dem kann man direkt nach oben bauen, vertikal, hoch oder runter, je nachdem von wo man kommt, ne? Dann haben wir das Inclined-Kabel, was dafür da ist, schräg zu bauen, also schräg hoch, schräg runter. Dann haben wir eine Kreuzung, wie wir sie auch bei den Wasserrohren kennen. Und wir haben das ganz normale gerade Kabel, wie wir es auch von den Wasserrohren kennen. Und wir haben etwas, das nennt man Electrical Outlet. Das ist der Punkt, wenn man den setzt, dann verbinden sich mit diesem Punkt quasi alle nahen elektrischen Geräte. Über eine Linie, die, ja, ich finde ziemlich hässlich ist, aber wie soll man es jetzt erstmal anders anzeigen? Also ihr braucht letztendlich alles davon und müsst auch alles davon skillen. Wir können ja mal 1, 2 hiervon herstellen. Elektrische Kabel, naja, eigentlich will ich die jetzt nicht herstellen, wir haben eigentlich genug davon. Aber ich kann ja mal spaßeshalber ein paar noch so herstellen, was soll's.
Was mich gerade wundert, ist, dass das hier unten nicht richtig dargestellt wird. Hier war eigentlich immer ein Fenster, in dem man gesehen hat, was als nächstes hergestellt wird. Merkwürdig. Naja, auf jeden Fall landen die ganzen Sachen dann hier im Hauptbereich der Anlage. Den nehmen sie einfach mal mit. Sie sind auch alle ziemlich schwer. Das dürft ihr quasi nicht unterschätzen. Und ihr denkt, ihr denkt es euch bestimmt schon, mit dem, was ich jetzt gerade hergestellt habe, kommen wir nicht so richtig weit. Und das war ja auch nicht meine Absicht. Wie gesagt, ich mach den jetzt mal aus, der ist mir zu laut. So. Denn ich habe natürlich im Vorfeld schon so ein paar Sachen bereitgelegt. Vertikal nehme ich mal noch mit. Und straight, wir haben zwei. Na gut, dann nehmen wir noch hiervon ein paar mit. Und hiervon ein paar. Vertikal ist eigentlich in Ordnung. Oh, und dann kann man noch bestimmte Geräte betreiben. Das war es, was ich noch sagen wollte. Wozu braucht man den Strom? Es gibt zum einen den Kühlschrank, der mit Strom betrieben wird. Der Kühlschrank hält alles, was man reinlegt, deutlich länger. Ich glaube sogar unendlich, aber das habe ich selbst noch nie ausprobiert. Das können wir gleich uns auch angucken. Wir brauchen den Industrial Grill, mit dem man viel Fleisch auf einmal braten kann. Und natürlich Lampen. In der Nacht ist nichts lästiger, als dass alles dunkel ist, finde ich zumindest. Und mit den Lampen, die wir hier sehen, können wir halt, alles ein bisschen heller machen. Da gibt es die Omnidirect Lamp. Und es müsste auch noch eine Lampe geben, die nur in eine Richtung strahlt, eine Art Spot. Da. So. Können wir mal gucken, ob wir den Spot noch bauen können. So. Jetzt ist es da. Okay, Electrical. Das scheint offensichtlich unter Electric zu laufen. Und da fehlen uns die Kristalle. Kann ich jetzt leider nicht machen. Oder obwohl, Moment, ich habe Kristalle. Ich hatte doch welche geholt. Da. Warum er sich jetzt weigert, diese eine Dings hier zu Ende zu machen, weiß ich auch nicht. So, aber ich weiß nicht, wo das Fenster vorhin weg war. Das schien gebuggt zu haben. Achso, ich muss die ja noch hier reinlegen. So. Ich baue mal davon nur eine. Und dann gucken wir uns an, was der Unterschied ist. So, dann wollen wir die Sachen natürlich noch mitnehmen. Sonst war das Ganze witzlos. Zack. Und zack. Joa, dann fangen wir mal an mit dem Strom. Na? Ach so, nee, ich mache erstmal die Scheiße hier aus. So. Der Generator selbst ist Gott sei Dank nicht ganz so krass laut. So, hier haben wir das Kreuz. Dann haben wir dieses Ding. Und dieses Ding, das hier machen wir auch irgendwo hin. Ja, und ich glaube, wir nehmen die elektrischen Geräte, die wir dann anschließen wollen, schon mal mit. Schadet ja nichts. Hiervon nicht alle, logischerweise, sonst bin ich zu schwer. Juti, was will ich machen? Ich will auf jeden Fall in die nächste Etage mit der Elektrik. Das heißt, ich brauche den Vertikal, das ist hier die 4. Und, ja, so wie ich das sehe, hat der selbst einen Snap-Point hier. Genau. Wollen wir mal kurz gucken, ob es einen Unterschied zwischen An und Aus gibt. Genau. Ihr seht, jetzt sind die Kabel schwarz. Das heißt, der Generator, der an den Kabeln dranhängt, ist aus. Wenn ich es wieder einschalte, sind die Kabel gelb. Ja. Und ihr seht jetzt schon, aufgrund der Art, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dass ich den Generator hingestellt habe und nur nach oben gehe,
sind die Kabel unterhalb der Decke. Also wenn ich jetzt hier die 5 nehme, so zum Beispiel, dann verlaufen die Kabel unterhalb der Decke lang. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte jetzt nicht, dass die dann irgendwo auf dem Boden rumliegen oder so, sondern dass ich mit denen gut in der nächsten Etage arbeiten kann. Ich benutze auch hier diese Ecke, in der jetzt das Kabel hochgeht, für die nächste Etage als eine Art Steigleitung. Wir können uns das ja mal angucken, wie es dann oben aussieht. Da sieht man die Kabel nämlich nicht, bis auf die Steigleitung, die wiederum ihrerseits... die geht nicht so hoch. Das ist ja nicht schön gemacht. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie einen gleichmäßigen Abstand zur Decke benutzt. Gut, das gefällt mir nicht. Naja, trotzdem Steigleitung weiter nach oben. Dann sehen wir hier ist es sogar noch niedriger. Also offensichtlich ist eine Höhe der Wand nicht identisch mit einer Höhe des Kabels. Das ist natürlich blöd. Na gut, bedenkt das, wenn ihr was bauen wollt, dass das so ist. Trotzdem ist es so, dass ich jetzt hier unterhalb der Decke lang gehen wollte und das jetzt auch mache. In diese Richtung hier. Dann platziere ich hier nochmal ein Kreuz. Und hier an dieser Stelle möchte ich das Outlet platzieren. Dieses Ding hier. Weil ich an dieser Stelle eine Etage höher meinen Kühlschrank, mein Industrial Grill quasi aufstellen werde. Und auf diese Weise sieht man die elektrische Verkabelung am wenigsten. Weil ich bin jemand, der das gerne so gut wie möglich versteckt. Oh. Und das war jetzt voll gefailed von mir. Der Industrial Grill braucht gar keinen Strom. Und da klingelt's. So, da sind wir wieder. Gefailed. Absolutely fail. Naja, macht nichts. Trotzdem können wir ja den Kühlschrank aufstellen. Das hindert ja uns trotzdem keiner dran. Allerdings nicht da, wo das Wasser rauskommt. Sondern dann halt hier. Und bevor wir das machen, ändere ich jetzt doch nochmal hier unten die Führung des Stroms. Beziehungsweise wir können ja das da lassen. Werdet da dann auch noch sehen, dass das nicht unbedingt schlecht ist. Nee. So. Dann machen wir hierhin das nächste Kreuz. So. Und hierhin den Tap. Nee, Tap heißt es ja hier nicht. Den Electrical Outlet. Dann kommt der Kühlschrank eben hier hin. Oder die Kühlschränke. Es sind ja zwei. Schön in die Ecke. Und da seht ihr, das Kabel kommt von unten. Und im Optimalfall, hier seht ihr auch, dass es grün leuchtet, würde ich das Kabel halt gar nicht erst sehen. Und das wird jetzt, denke ich mal, gleich eintreten. So. Genau, dann steht hier nur Powered. Und jetzt seht ihr nicht mal mehr das Kabel. Das war es, was ich ursprünglich zeigen wollte mit den elektrischen Kabeln. Und eigentlich hatte ich halt gedacht, dass der hier auch elektrisch funktioniert. Aber naja, man kann sich ja irren. So, schauen wir mal da raus. Die nächste Thematik wäre natürlich, nur einen Generator zu haben. Vielleicht nicht mal den hier im Haus. Den habe ich jetzt nur so für die Show mitgenommen. Vielleicht wäre es ja ganz clever, ein Kabel hier rüber zu spannen.
Jetzt habe ich aber die Sache so gemacht, dass die Kabel einigermaßen gleichmäßig für mein Haus sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, läuft das Kabel in diese Richtung weiter. Da muss ich da hinten irgendwie klarkommen. Mal schauen. Wenn, dann würde ich natürlich nach oben gehen wollen. Mal gucken, wie das aussieht mit dem Kühlschränken. Optimalerweise läuft das Kabel durch die Kühlschränke. Ne, tut's nicht, aber es ist auch nicht so dramatisch. Okay, man tut sich ja auch nichts, wenn man dagegen kommt. Gut. Achso, ich wollte Fleisch da ablegen, um die mal zu zeigen, wie lange das dann so hält. Hier, wir nehmen mal die Hälfte raus aus meinem Inventar. Die Hälfte. So. Jetzt soll es 7 Minuten noch halten. Jetzt hält es noch 12 Stunden. Ihr seht also, der Unterschied ist schon ziemlich groß. Der Unterschied ist auch groß im Vergleich zum Recycling-Bin. Nee, nicht Quatsch. Zu dem anderen Kühlschrank, den man mit Spark Powder betreibt. So. Ich mag es, die Kabel entweder innerhalb der Foundations zu verlegen, das kann ich hier nicht machen. Und dementsprechend mag ich es in diesem Fall, dass ich sie hochlege. Und damit es einigermaßen plausibel aussieht, werde ich irgendwann mal offscreen noch die eine oder andere Stütze dazu bauen. Nein, das hier. Und wir bekommen gerade wieder einen Airdrop incoming. So, wie weit ist es denn? Ach, das ist noch nicht mal da. Außerdem ist es ein blaues, da bin ich jetzt nicht nur mäßig interessiert dran. So. Ich weiß gar nicht, gibt es Kapazitätsgrenzen für die Generatoren? Kann ja sein. Moment, ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Das Problem ist, ich kann den ja nicht mit dem verbinden. Das heißt, ich könnte, um Benzin zu sparen, mich doch auf meinen Generator im Haus einigen, aber den muss ich beibehalten, wenn ich das Netz im Haus beibehalten möchte. Da bin ich jetzt gerade ziemlich sicher. Wir werden gleich sehen, ob ich die verbunden bekomme, aber ich denke mal nicht. Nein. Nein, wo ist es denn? Da, die 6. Hä? So, ab hier kann ich es wieder runterbauen. Aber ich finde die Lösung nach wie vor nicht so richtig hübsch, wie sie das gemacht haben hier in Ark Survival Evolved. Also vor allen Dingen, was diese Kreuzungsgeschichte angeht. Also, dass ich nicht einfach nach rechts bauen kann, so wie man das bei den Fences machen könnte, sondern dass ich immer diese dämliche Kreuzung verlegen muss. Das finde ich nicht so richtig hübsch. Das werde ich ja auch verpacken in irgendein Gebäude oder so, damit man das nicht so sieht. Dafür ist das zu hässlich. Habe ich doch gerade gedrückt, die 6, komm. Sind wir schon drin? Nee. Jetzt sind wir drin. So, und das ist das Problem. Ich krieg den jetzt nicht dazu, sich mit diesem Generator zu verbinden, sodass ich den anderen ausschalten könnte.
Es sei denn, habe ich hier noch Tabs? Nee, habe ich nicht. Ich habe natürlich nur die mitgenommen, die wir vorhin hergestellt haben. So. Gut. Letztendlich meinen Fahrstuhl kriege ich versorgt. So oder so. Bin ich ziemlich sicher. Mal kurz gucken, ob der hier eventuell ein Kabel ausbildet zu dem. Nein, tut er nicht. Schade. Und wenn ich hierhin statt... wo ist denn die 5? Ist das? Genau. Und jetzt die 6. Nee, das akzeptiert er nicht. Das funktioniert so leider nicht im Ark. Wäre, glaube ich, auch zu einfach. Nee. Sehr schade. Dann machen wir die Lösung zumindest, dass ich den hier abbaue. Weil letztendlich kostet mich das alles Benzin, wenn die alle doppelt und dreifach verlegt sind. Und das tut nicht Not, wie ich finde. So, turn off. Jetzt funktioniert natürlich der hier nicht mehr. So, machen wir mal hier auch den Tab weg. Gut. Jetzt müssen wir den auch direkt abbauen. Wäre natürlich... Achso, da. Ich wollte gerade sagen, wäre clever gewesen, das Benzin rauszunehmen vorher. So. Dann die 5. Es ist nämlich so, dass es im Grunde keine Hindernisse gibt für elektrische Kabel, mit Ausnahme andere elektrische Strukturen. So. Schade, dass der hier nicht mehr hinpasst. Dann müssen wir an dieser Stelle doch nochmal eine Kreuzung bauen. So. Und dann sollte das Ding hier hingehören. Die 4. Genau, und damit versorgt es jetzt den Fahrstuhl erneut. Und der ist jetzt wieder powered. Aber dafür aus unserem Haus. Naja, ist nicht schön. Aber man kann damit leben, denke ich mal. Was jetzt aber nicht unwichtig ist, wie ich finde, ist das hier. Ich kann jetzt hier hin. Ich ziehe die mal hierher. Dann gucken wir uns mal das an. Und, ja. Das hier. Ich könnte hier an dieser Stelle jetzt ein Power-Tab rausholen. So. Und dann kann ich hier bei der 8, das ist das Spotlight, wir machen das mal, kann ich das noch drehen am Ende oder? Warte, wir werden es ja sehen. Ja, ich kann es auch drehen, wenn ich es einmal geklickt habe. Das wirft einen bestimmten Lichtschein. Achso, jetzt hat er sich hier, ja, ist okay, klar, damit verbunden. Und dann haben wir natürlich die, habe ich die nicht ins Menü gezogen? Doch, da. Diese hier. So, mal schauen, da. Und die versorgt sich halt von dem Punkt.
ich finde es nach wie vor nicht hübsch. Ich würde es viel besser finden, wenn das deaktiviert wäre. Aber was soll's? Hier Turn On. Wir sehen natürlich jetzt gerade nichts. Und hier ebenfalls Turn On. Ich würde sagen, ich mache kurz Pause. Lass es dunkel werden und dann schauen wir uns die Unterschiede an. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und mittlerweile ist es dunkel, wie ihr seht. Und jetzt kann man die Unterschiede durchaus erkennen. Wir haben hier dieses Spotlight, das nur in eine Richtung zeigt. Nehmen wir mal den hier aus. Das seht ihr dann hier. Der macht jetzt wirklich nur in die Richtung Ausleuchtung. Kann ich den nochmal drehen eigentlich? Nee, kann ich nur turn offen. Achso, ich mache das Menü wieder rein. Und dann machen wir mal den aus. Dann seht ihr, dass es bis auf dieses dämliche Ding da hinten jetzt gerade ziemlich hell, dunkel ist. Wenn wir das anmachen, dann haben wir eine ziemlich große Fläche, die ordentlich ausgeleuchtet ist. Also sogar hier kommt noch Licht an, was ja schon ganz schön weit weg ist. Ja, ich finde es super. Und ich denke mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr durchaus mal ein Like da lassen. Schaltet wieder ein zu meinen nächsten Videos. Im nächsten Video, denke ich mal, will ich hier unseren Paracetamol-Dingsbums da. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, will aber auch keine Werbung machen, deswegen habt ihr das jetzt nicht gehört. Ja, da werden wir den umbauen, aufbauen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht mal uns ein bisschen bewegen damit. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao, euer Nevis.